Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar level ich heute meinen Zandlari-Troll wieder ein bisschen weiter. Wir sind gerade hier schon in die nächste Instanz rein, haben die Gruppe quasi vom letzten Mal einfach übernommen. Und ich glaube, drei Leute aus dem Stream sind wir, zwei Randoms, die aber ganz gut mitlaufen. Zumindest ein Rogue, der zieht sogar seinen Shroud. Zwar nicht sinnvoll, aber er benutzt ihn zumindest. Ne? Also ich meinte vorhin schon, gut gemeint ist nicht gut gemacht, aber zumindest ist er stets bemüht. Da kann man schon mal nichts sagen. Genau, ich habe jetzt schon ein paar Schätze aufgesammelt, hier ein paar Dungeons in MOP gemacht und ja, einige Schätze habe ich auch noch über, also wir können da schon noch ein bisschen was durchballern. Bis jetzt sind wir auch in jede Instanz nur einmal reingekommen, haben quasi alle Quests einmal mitnehmen können. Ich glaube, danach werde ich sogar tatsächlich ein bisschen Dings queuen. Oh, hoffentlich kommen jetzt noch alle rechtzeitig rein. Oh. Haben wir einen verloren draußen? Wir haben zwei verloren. Ungünstig. Wer ist denn jetzt hier drin? Rogue und, ja gut. Der Hexer und der Shadow waren zu langsam. Sollen wir den jetzt... Nee, ich würde sagen, wir killen den jetzt. Wir legen uns jetzt nicht ab. Ja, wir ziehen durch. Warst du wieder zu fix? Nee, die anderen waren zu langsam. Die Maus waren tot, keine Ahnung. Zu fix. Ja. So, leider habe ich keine zwei Monde. Jetzt muss ich erstmal hier, du kriegst den Mond des Versagens. Und wo ist der andere? Schurke, Priester. Dann kriegt er halt das Kondom des Versagens von mir aus. Naja, kriegen das auch zu dritt hin. Muss halt ein bisschen extra Damage machen. Dann geht das schon. Mach ich doch gerne. Sag mal, was du kannst. Bist unterm Tank im Damage, ne? Die Flügel waren schon wieder vor der Tür aus. Ja, die habe ich auch vor der Tür gezogen. Meine Flügel sind auch raus. Okay, ich bin ganz knapp. Nein, verdammt! Hab mich abgezogen, ich hatte nichts ready. Musste auch meinen Flügel ziehen. So, jetzt habe ich die zwei Gammler gemarkt. Nicht, dass wir die wieder verlieren. Weißt du, ich bast dir nur nebenbei Schade des Zorns die ganze Zeit und schaff's rechtzeitig da drin zu sein in dem Laden. Mal schauen, ob es alle checken, mit auf den Aufzug zu gehen. Dann kann man sich die Mobs nämlich sparen, wenn man es gut macht. Oh, wenn er jetzt gleich charge, dann werde ich gestunt. Ach, ich hasse es. Schnappen wir sie uns. Wobei, die sind ja auch schon halb low wieder, ne? Daher kommt eigentlich der Stun. Ich dachte, das wäre ein Wind. Nein! Dass der Große da unten ist. Genau, der charge dagegen. Und wenn er dagegen toucht und man auf dem Tor quasi drauf ist, dann wird man halt kurz. Ja, ganz kurz. Geh dich nicht, sagt es. Ah, jetzt. In der Wolke kann ich dich nicht heilen. Ey, das ist eine Mockbomb. Kein PvP-Spieler, ich merk schon. Oh. Die Smokebomb funktioniert quasi so: alle Spieler, die drin sind, können sich angreifen bzw. heilen, aber nicht die Spieler von draußen nach drinnen quasi. Also wie ein LOS, also du musst da also reinlaufen. Da sah Alor bei diesen Jadefeuer-Typen da, der Boss mit den genau, das ist auch eine Smokebomb, die schmeißen. Genau. Es ist halt im PvP immer ganz gut, wenn du da jemanden hast bei einer größeren Gruppe, wo auch Heiler und alles sind, schmeißt du eine Smokebomb. Stunst den am besten noch irgendwie drin und dann der Heiler steht halt irgendwo weit weg, dass er halt nicht interrupted wird. Und dann muss er halt in die Smokebomb reinlaufen und kannst ihn davon halt nur irgendwie abhalten, dass er das Ziel halt heilen kann. Das ist halt schon ganz stark. Die Smokebomb ist halt ein taktisches Element, das du im PvP, zum Beispiel im RBG, kannst du das echt ganz gut nutzen. Wir haben da damals so Special Tactics gemacht mit, ich habe ja früher mal ein höheres Rating RBG gespielt in der ersten Season. Und da auch quasi den Leiter gehabt, die Lead gehabt. Ich habe da halt eine eigene Gruppe gebastelt und da haben wir auch immer so Taktiken gemacht. Wir sind quasi in Flak-BGs, also in Twin Peaks oder in Warsong quasi reingelaufen, ne? In die Base zum gegnerischen Flakenträger. Da waren meistens zwei Heiler gestanden, dann halt der Flak-Carry plus 1 für die Ds. Meistens ist es so 5-5, 5-4 aufgegangen und dann sind wir mit einer Kombi rein. Meistens hatten wir einen Mage dabei, einen Rogue. Dann ich als Feral. Das war damals ja nur eins. Guardian Feral war nur eins. Und, weiß ich nicht, da hat man noch irgendwas anderes dabei.
Und dann ging halt der Start so, da haben wir runtergezählt, 3, 2, 1. In der Sekunde ist der Rogue ran. Oder bei 3 ist der Rogue ran und hat den einen Heiler gesappt, ist zu dem Dings ran, zu dem Tank, hat die Smoke geschmissen, ich bin ran, hab den in der Smoke gestunt. Der Mage hat einen Ring um die Smoke geschmissen, also diesen Ring, wenn du reinläufst, wirst du gefrostet. Heißt, wenn... Und ein Shadow hat man noch dabei, genau. Und als zweites habe ich dann mein Vortex gelegt, heißt, wenn der Tank, der die Flagge hatte, aus dem Stun raus ist, vielleicht meistens hat er getrinketet, wenn er raus ist, dann wollte er halt aus der Smoke Bomb raus, dass er geheilt werden konnte, wurde halt durch den Ursus Vortex zurückgezogen, sprich, wurde schon mal einmal wieder reingezogen. Dann, wenn der Heiler reinlaufen wollte, war er halt erstmal vom Rogue gesappt, der andere war halt geblindet, haben sie meistens beide getrinketet und konnten dann aber nicht in die Smoke reinlaufen, weil um die Smoke der Ring rum war, also der Ring vom Mage. Und das andere war dann hatten wir meistens noch einen Priester dabei, der dann auch nochmal reingefiert hatte. Und dann konntest du eigentlich fast nichts machen. Also du hast ihn eigentlich in der Zeit weggetunnelt, aber das war halt, musstest halt perfekt laufen, dass jeder halt sein Zeug zieht. Ne? Und das waren so Tactics, wo du halt dann den Flaggenträger weggetunnelt hast. Das hat Spaß gemacht damals. Sorry, ich habe ein paar Minuten nicht zugehört. Kannst du nochmal anfangen? Ach, fick dich. Nein. Nee, das hört sich eben nach einer fiesen Taktik an. Ja, da musst du halt gucken. Du musst halt mit allen fünf dann vorkommen. Meistens haben die in der Mitte schon irgendwie rumgezerrt oder sowas. Aber LBG habe ich echt gern gespielt. Das war halt ein taktisches PvP. Ich finde, Arena ist halt einfach den anderen umhauen und RBG ist halt noch ein bisschen mehr Taktik. Du musst halt nicht unbedingt die Gruppe, die jetzt stärker ist im Killen oder im Damage oder so, sondern die halt taktisch auch sinnvoller agiert, die gewinnt halt im RBG. Und das fand ich halt schon immer ein bisschen cooleres PvP. Aber wo ich jetzt in den Legion nochmal RBG gespielt habe, ne, gut, es war auf niedrigerem Niveau und auch auf niedrigem Rating, da war das wie im Random BG, haben die Leute gespielt und das war auch, weiß ich nicht, das hat auch deutlich weniger Spaß gemacht. Ich habe halt damals, haben wir halt schon auf einem hohen Rating gespielt, da habe ich ja auch Rota gemacht, also hier Held der Allianz damals, ach kacke, jetzt aus dem Käse raus, und dann war das halt ein ganz anderes, also da waren wir im Schnitt im Rating immer auf, weiß ich nicht, 2-4 oder irgendwas war das. Und da musstest du halt auch so Special Tactic spielen, weil du konntest halt nicht einfach nur reinlaufen und den umholzen. Es hat halt in den seltensten Malingen geklappt, sondern musstest halt das schon gut runterspielen, ne? Genau. Bei 4 ist ganz schön hoch, ja. Nice. Ja gut, ich war am Ende auf 2-7, ne? Im Dings. Wow. Im RB. Wobei, ich muss auch sagen, das war die erste RBG-Season und irgendwie, ich hatte so ein hohes MMR, also wenn dein MMR über deinem normalen Rating ist, dann verlierst du keine Punkte bzw. kaum was. Ne? Mein MMR war irgendwie so hoch, komischerweise, dass ich teilweise auf 2-4 sogar beim Lose nichts verloren habe. Das war richtig krass. Ich habe bei meiner eigenen Gruppe gehabt, ne? Und dann bin ich halt noch bei einigen anderen Gruppen mitgegangen. Und irgendwie hat es dazu geführt, dass ich halt immer der Höchste in der Gruppe war und habe dann immer kaum was abgezogen bekommen. Also, es war natürlich auch ein bisschen lucky dabei. Weiß ich nicht. Lief ganz gut. Was Grinden von EP in der Schwarzfels-Tiefen? Du, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du meinst. Du musst mir das mal erklären. Ich kenne bloß in der Schlucht, sondern in dem anderen Gebiet nebendran. Wie heißt denn das? Auch irgendwas, also das um Blackrock rum ist. Da gibt's einen EP-Grind, aber jetzt in der Instanz wüsste ich jetzt nicht. Warte mal, wie hieß denn der Bums hier? Brennende Steppe, genau. Warte mal, ist keiner in der Kanone drin oder geht das Ding einfach nicht down? Ich gehe jetzt hoch, irgendwie. Die zwei DDs haben es nicht fertig gemacht. Achso, die sind nicht nochmal hochgegangen. Okay. Bin jetzt down. Ja, gut, passt. Das in der Schwarzfels-Tiefen, das kenne ich tatsächlich nicht. Kannst du mir ja gerne erklären, was es da für ein Grind geben soll? Ich kenne das nur in der brennenden Steppe, wie gesagt. Da vorne konntest du relativ gut EP farmen. Ja, du bist da verfolgt. Achso, du hast dich geboppt. Egal, durchziehen. Einfach durchnudeln, okay. Hört sich noch einen Plan an. Wunderbar.
Was meinst du, sollen wir mal Katakune? Weil ich glaube, wir waren jetzt so gut wie in jeder Dings-Inni einmal, oder? Was haben wir denn? Brauerei waren wir, ja, der Tempel Mogushan. Shadowpan-Kloster waren wir, Niuzhao, das ist das Einzige, was wir noch nicht waren, ne? Wir sind ja, von mir aus. Wächter auf der Kata. Mauer. Machen wir jetzt mal ein, zwei Mal Kata. Bleibt wachsam. Dann schauen wir mal. Sehen wir schon. Jetzt bin ich gerade mal im Überlegen, ob ich noch irgendeinen Schatz vergessen habe. Ich habe jetzt im Jadewald alle. Drüben habe ich auch alle, aber hier im Tal war ja keins, ne? Da hatten wir ja kein Ding. Ich glaube, hier unten war noch irgendwas in dieser komischen Schluchttaste, noch wäre hier drin. Jetzt gleich nochmal gucken. Dann beim Baum hier unten und hier oben ist da noch was. Tue ich mir das noch kurz. Und dann gehen wir in den Dungeon rein. Es gibt jetzt im Moment eh relativ wenige Grinds, wo du gut EP machst, ne? Also die haben da so nach und nach schon echt viel weggenervt, muss man ehrlich sagen. Hier war, glaube ich, nur irgendwo was. Jetzt gehen wir mal in die Instanz rein. Wieder Quest. Ach so. Ich schaue immer nebenbei auf Ding, ob es sich lohnt, in dem Levelbereich ohne EP-Sachen Dungeons zu machen. Du musst ja sehen, das EP-Gear, was du hast, das erhöht deine EP bei allem. Wenn sich was mit EP-Gear lohnt, dann lohnt sich's auch ohne EP-Gear, weil es ja prozentual quasi auf allem das Zeug besser macht. Ich ziehe den kompletten Bums mit. Lauft einfach mit. Ich bin zu weit weg. Ich hoffe, das kriegst du gleich geheilt. Fuck, ich bin gestunt. Ja. Ich habe jetzt ein Ding. Dev-CD gezogen. Ich habe auch alles gezogen. Bin nochmal gestunt. Sag mal raus aus der Scheiße. Fuck, ich bin nochmal gestunt. Hab Hand auf Legen gezogen. Auf mir. Hier kann ich es ja nicht mehr geben. Nee, Ja, alles passt. gut. Passt, Das passt. jetzt ist safe. Aber schau, der Pull geht. Alles easy. Easy peasy. Wir müssen bloß auf der anderen Seite für die Quest. Ach, warte mal, was ist da noch? So ein Viech? Auf der anderen Seite müssen wir noch so ein Viech mitziehen dann. Wenn wir den Boss schon mal in die Richtung ziehen. Was für die Quest brauchen wir dann noch eins? Großen da. Weißt du, egal was du machst, um EP zu kriegen, wenn du das Account Gear hast, wird ja alles prozentual erhöht, ne? Also wenn sich was mit oder ohne lohnt, dann ist es beim anderen auch genauso lohnend im Verhältnis. So, hier, wir müssen den Dude hier noch machen. Bloß gucken, ah, mit dem habe ich. Ah, jetzt stehe ich natürlich. Genau dann, wenn ich raustappe. Um meinen nächsten Char durchzuloggen, kommt die Void und der Stun, ne? So bitter. Muss immer wieder durchloggen, weißt du, dass ich den nächsten Char zum Char des Zorns einmal stellen kann. Nee, also. Tatsächlich finde ich, am besten ist Dungeons, wenn du eine Gruppe hast, die durchzuballern. Ich brauche ein Ziel. Also so von der Effizienz her. Schön ist, mit dem Pala-Tank kriegst du aufgemountet bisschen weniger Damage als beim Druid-Tank, weil der ist ja wie ein Stock. Nein! Warum müsst ihr mich denn immer stunnen? Weißt du, ich warte halt, dass ich meine Heilung einsetze, bis ich relativ low bin, weil die ist ja, die haut ja umso mehr Heilung raus, umso lower ich bin. Und dann, ich will gerade die Heilung drücken, dann kriege ich irgendeinen Stun oder irgendeinen CC-Effekt in die Fresse. Das ist so nervig. Weil wenn ich die jetzt drücke, wenn ich auf 80% live bin, dann halt sie so gut wie gar nichts, hat aber trotzdem ewig Cooldown, ne? Wenn ich die aber halt jetzt drücke, wenn ich auf 30% bin, dann zieht die mich fast wieder komplett voll, die Heilung. Das ist halt ziemlich stark. Deswegen musst du das Pilot-Tank die halt relativ gut timen. Bloß wenn diese Kack-Mobs sich ständig CC'en, kannst du halt echt richtig blöd rauslaufen. Dass du dann halt umkippst, ne? Und nichts machen kannst. Gut, ich könnte dann halt, das Einzige, was ich dann machen könnte, wäre bubblen. Hast du aber leider auch halt Cooldown.
das zum einen und zum anderen. Warte mal, hier können wir auch skippen, ne? Den Mob. Ach so, gut, er shrouded. Sind jetzt alle dabei? Ja, der Shadow ist nicht dabei. Es ist wieder gut gemeint. Ja, es bringt halt jetzt überhaupt nichts. Ach, dieser Rock, ne? Er hat beide Seiten geholt. Das ist immer. Also, der Typ hat's einfach überhaupt nicht drauf, ne? Der Shroud ist ja schön und gut, aber wenn nicht alle durch den wenn nicht alle da sind, dann bringt der Shroud gar nichts, weil dann halt, wenn dann der eine Typ hinten warten muss und nichts machen kann, oder wie halt jetzt den ganzen Bums pullt, ne? Also dann kann er auch sein Single-Target, ach, dieser Desorientierungs-Bubble jetzt, das geht's mir echt auf den Sack. Dann kann er auch sein Single-Target-Stealth quasi nehmen und dadurch stealthen und nicht hier einen Shroud ziehen, wenn er halt nicht wartet, bis alle da sind. Zumal du ja hier eh außen rumlaufen könntest, theoretisch. Weil ich glaube, das habe ich noch nie in einer Random-Gruppe gesehen, dass das wirklich geklappt hat, ne? Doch, irgend so ein Depp rennt immer rein. Nee, so selten habe ich das jetzt noch nicht gesehen, also... Jeder, weiß nicht. 2 von 3 Runs waren bei mir erfolgreich umgangen, rechts rum. Echt? Muss nur halt der Erste sein, der denen das zeigt. Die Leute lernen. Ja. Weil viele kennen die Inis nicht, ne? Die laufen die einfach hinterher. Im NHC musst du ja, glaube ich, nur den töten, im HC musst du ja nochmal einen machen, glaube ich, oder? Dann müsste hier im NHC, müsste es jetzt nicht fertig sein. Kann ich? Doch, du musst, glaube ich, alle Bosse machen, dass du zum Endboss hochkommst, ne? Da könntest du auch direkt zum Endboss. Also Ich hatte es noch nicht so eilig wie du. Ich hab's immer eilig, weißt du, hier jetzt beim nächsten Ding, da wäre der Shroud richtig gut, da könntest du viel auslassen, ne? Aber, ne? Vielleicht schreibe ich dem Rogue mal, wo er was benutzen soll. Am Anfang, wo wir waren, gut, okay, du musst die Quest, ja, wo du kannst dich rausporten, ne? Und du brauchst die Mobs leider eh für die Quest. Weil den Shroud hat er jetzt eh auf Cooldown. Ich könnte mir den hier auch anzeigen lassen, dann würde ich sehen, wann er wieder ready hat. Aber, naja, geschenkt. Hier den ganzen Bums jetzt hier um die Ecke mit. Okay, das wird jetzt... Wird Cooldowns habe ich jetzt nicht. Ich auch nicht, aber... okay, das wird wahrscheinlich ein Vibe. Wir müssen die ganzen Viecher hier um die Ecke mitbringen. Oh nein, ich wollte es auf mich machen. Achso, du bist tot. Und ich habe eine... jetzt habe ich eine... Ja, dann sind die auf dich... Ja, das ist ungünstig. Jetzt kann ich nicht mal meine CDs ziehen. Ja, ich hatte keine Cooldown. Ich wäre auch so nicht gegangen, glaube ich. Oh shit, das war jetzt nicht gut. Ich hätte nicht den... Ich wollte nicht laufen. Nee, ich habe nichts zu erledigen. Kann ich retten. Ja, ich bleib liegen. Ich dachte, wenn ich den GS benutze, dann komme ich rüber. Das ging in die Hose. Problem ist, es sind nicht alle um die Ecke mitgelaufen. Da standen die ganzen Caster und die haben auch auf dich gecastet. Ja. Wir können ja gleich mal gucken, ob wir zum Endboss hoch können, wenn wir den vorletzten Boss nicht gemacht haben. Ich vermute aber, dass der Tornado erst erscheint, wenn du die ganzen Bosse gelegt hast, ne? Dass die da mit getriggert werden. Jetzt muss man ein bisschen zurückgehen. Ich glaube auch, guck mal, die Burg sieht ja jetzt auch ganz anders aus, ne? Erst durch den Bosskill und diese Sequenz. Der ganze Turm da weg um ihn herum. Das stimmt, ja. Meine ich da. Gut, ist halt die Frage, aber du kannst ihn theoretisch, er ist feindlich gesinnt, also du kannst ihn ins Target nehmen. Ich brauche ein Ziel. Meinst du, Lexi? Zitierst du da gerade was oder bist du nicht in der Lage, vernünftige Sätze zu schreiben? Er wird alt.
Er wird alt, sag ich. Ja, er ist alt. So rum. Verwechselst du was? Hat er ihn da hinten geblindet? Ich muss erstmal was anvisieren. Nee, schau, ich dachte es mir schon. Der Tornado ist nicht da, dass du hochkommst. Ja. Aber ich weiß halt nicht, vielleicht musst du nur den Boss legen. Und nicht alle, ne? Vielleicht kannst du den einen Seitenboss hier hinten auslassen, den Kroko. Vielleicht geht das ja. Wenn wir nochmal reinkommen, können wir es ja probieren. Ja, dann können wir den... Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich merke schon. Man hat es nicht so leicht. Schade, dass gerade die Legion-Invasion am Laufen ist, ne? Die werden wir heute nicht nochmal machen können. Oh, warte, ich soll vielleicht mit hier drauf damagen. Weil ich schätze ja ganz, ganz grob, dass wir, so wie gesagt, 2 Stunden etwa noch brauchen, dann sind wir auf 90. Und dann hier durch WOD, haben wir das letzte Mal gesehen, kann man extrem schnell durchballern, wenn man weiß, wie man es macht, ne? Also, ja, werden wir mal schauen. Vielleicht mache ich es dann sogar so, dass ich diesmal ein bisschen Legion was Queste auch oder Dungeons mache, mir das mal anschaue. Dass ich nicht auf diese blöden Invasionen immer warten muss. Aber das überlege ich mir dann, wenn wir da sind. Vielleicht mache ich mal ein Dungeon in Legion, beziehungsweise ein Timewalker Dungeon noch, um zu gucken, was es in dem Levelbereich bringt und wie lange es dauert, dass man es so ein bisschen ins Verhältnis setzen kann. Am Anfang kannst du noch drauf damagen, bis er sein Schild macht. Na gut, okay. Das war jetzt die zornige Vergeltung, war jetzt ziemlich gewastet. Ich dachte, das ist ein Ticken länger noch. Weil der hat jetzt ein Schild drauf, dass er 90% weniger Damage kriegt. Also jetzt bringt es halt nichts mehr, aber so die ersten 5 Sekunden kannst du halt noch drauf damagen. Das ist meine Chance, jetzt zieh ich vorbei, pass auf. Ja, mit Sicherheit, weil ich halt jetzt alles auf das Schild gewastet habe. Solange die anderen nicht so viel Damage kriegen, kann ich mich auf Damage machen konzentrieren. Achso. Ja, vor allem, ich werde halt weggewirbelt wie nochmal was hier. Kannst du nicht mal in Melee-Range? Fast runtergeflogen. Ich weiß gar nicht, ob. Ah, doch, du kannst runterfliegen. Die anderen beiden haben es gerade demonstriert, wie es geht. Ja. Und jetzt bloß Damage, ne? Weil sonst macht er sein Schild wieder und dann wird's echt kacke. Da musst du den ganzen Event nochmal spielen. Ach ja, ich mach ja. Sag mal, was du kannst. Wenn ich jetzt meine Wings noch ready hätte. Hat gerade der Tank und der Heiler die alte DDs outgedpst? Echt? Das ist schon arm hier, ne? Leute. Das ist schon arm. So muss das. Naja, optimalerweise hätten wir halt da Ds, die mehr Schaden machen als wir. Naja. Wir hätten hier das Archäologie-Item aktivieren können, ne? Da hätten wir noch einen Buff bekommen. Nochmal Schuhe. 3-mal Schuhe jetzt gekriegt. Sind die höher? Ne, sind auch 4,15. Ja, ausweichen. Das brauche ich ganz sicher nicht. Also wenn noch irgendjemand aus dem Stream da ist, ne, könnt gerne mitkommen. Moment, schleifen wir halt jetzt hier so ein paar Randoms immer weiter mit. Sprich, können wir da auch gern einen von euch mitnehmen, wenn ihr das wollt. Vielleicht ein Rogue, der weiß, wann er seinen Shroud am besten sieht. Das wäre auch ganz cool. Lass uns mal gucken, dann nehme ich am Baum ist eins, hier oben ist eins und hier. Ich muss bloß immer gucken, weil mein Addon jetzt nicht mehr funktioniert, dass mir das nicht mehr das anzeigt. Muss ich das so ein bisschen aus dem Kopf alles machen. Das ist nicht ganz so einfach.
Vor allem normalerweise spiele ich es andersrum, ne? Aber jetzt, weil ich vom Jadewalk nach unten geflogen bin, mache ich es jetzt halt so rum. Bestimmt habe ich eh schon eins von den Dingern vergessen. Ach, der gute Rogue ist raus. Okay, dann können wir so queuen, passt. Jetzt haben wir keinen Experten-Shroud mehr. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, da liegt's wunderbar, weil das musst du teilweise echt immer ein bisschen suchen, weil es immer woanders liegt. Bei Anti auch schwer. Was ist bei Anti schwer? Die Kindheit, die auf jeden Fall. Oh, mit dem habe ich das auch schon wieder fertig. Loggen wir weiter. Muss ich mal schauen. Ich habe jetzt noch eins, zwei hier. Und hier sind, glaube ich, auch nochmal so vier oder fünf, die ganz gut EP bringen. Also so ein halbes Level müsste das Ganze eh nochmal bringen, alleine durch die Schätze, ne? Dann komme ich schon mal relativ weit. Und sobald du keine Schätze mehr hast, ist das schon echt ein bisschen zäh. Vor allem, wenn du dann nur noch Dungeons hast, wo du die Quest schon fertig hast. Dann dauert das immer ein bisschen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob das Ding hier in den Zacken liegt oder hinten. Und zwar scheint es von Klasse zu Klasse unterschiedlich zu sein. Manchmal liegt es hier in den Zacken drin und manchmal ist es nicht da drin und liegt ganz hinten. Das ist teilweise ein bisschen komisch. Gucken wir mal. Nein, da liegt nichts. Da liegt auch nichts. Ich denke, bei dem liegt es auch wieder hinten. Ja. Okay, einmal raus hier. Andere, dann liegt es meistens hier oder hier oben, ne? Meinst du, die Timewalker Dungeons sind effizienter? Oh nein, ich hasse diesen Laden. Meinst du, die Timewalker Dungeons sind effizienter als die normalen Innis? Guck mal, das Hortler hat mal sogar eine Quest hier. Können wir uns da schon anmelden? Nee, kannst du nicht. Du kannst Timewalker erst anmelden mit Level 90. Also, dann... Jetzt habe ich die Quest vergessen. Kannst du scheren? Ja, was zahlst du? Boah. So. Also, wir müssen den extra danke. Boss aber auch killen für die Quest. Lohnt sich das? Naja. Hey, wir haben einen Mage. Oh. Wenn, sogar ein Int-Buff, nicht schlecht. Wer bringt mir eigentlich als Palatank Int was schon, oder? Weil mein Spell ist dann ja auch Magic. Müssten wir doch Int auch was bringen, oder nicht? Deine Mainstat ist Stärke, glaube ich, ne? Wenn du. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass Int so sehr viel mehr bringt. Jetzt fast auf das Portal geklickt und wieder hinten gelandet. Schauen wir mal, ob alle den Aufzug-Boss schaffen. Können wir schon mal gespannt sein. Aha. Ach fuck, der Aufzug-Boss fliegt gerade weg. Ach, du kennst die Mechanik mit Displayen? Ja, wenn da was leuchtet, dann... Also, dann drückst du da einmal drauf. Okay, verstehe. Genau. An diesen Skill da unten rechts drücken. Nee, ist hier tatsächlich relativ wichtig, weil das ist halt ein riesen Absorb-Schild. Bis du das Gegengehalt hast, dauert es halt echt lang. Deswegen ist ja, ich hab's gesehen, auf einmal hast du die Hälfte der Leben und der Rest war wie so ein Schild angezeigt und dachte mir schon. Mhm. Und wenn du, ja, dann wirst du wahrscheinlich schneller umfallen, ne? Weil du dann nur noch einen Bruchteil deines Lebens hast. Ja, genau. Ich teste es gleich mal. Mal gucken, ob es wirklich schneller ist. Nee, also der Display ist definitiv schneller als das Gegenzuhalten. Außer du hast vielleicht eine Hand auflegen drauf und das wäre halt gewastet ohne Ende. Nein, also ich wollte gucken, wann du stirbst. Danke. So ein Heiler braucht man, der sowas ganz gern mal testet, ne? Du hast du jetzt mal deine Lore-Umarmung da geholt? Nein, habe ich halt immer noch nicht. Stimmt, die wollte ich auch noch holen, ne? 120 ja. Kannst du machen. Wie 120? Achso, wenn ich mal... ja. Ja, ja. Dann werde ich es wahrscheinlich irgendwann mal machen, wenn ich dort bin. Ich hatte mal ursprünglich überlegt,
ob ich meinen Horden-Main-Char auch zum Zandalari-Troll mache, ne? Hab's dann aber irgendwie doch nicht gemacht, naja. Was Self-Heal-Gründen oder kann da irgendwas Besonderes sein? Ja, diese Lore-Dinge, also ich habe mir die jetzt gar nicht mehr durchgeguckt, aber damals auf dem PTR waren die extrem stark und auch diese Heilung ist halt ziemlich stark, ne? Wenn du halt nur ein, zwei Stacks von dem Zeug durchkriegst, ist es halt schon richtig krass. Also der Boss hittet dich ja nicht die ganze Zeit, wenn du kurz wegkommst, dich dann wieder hochziehen mit kannst, ist halt schon ziemlich krass. Weil der Troll, was der halt kann, ist sich so einen Tempo-Buff zu geben. Das ist halt damage-technisch schon nicht schlecht, aber jetzt nicht übertrieben krass. Also ich habe mir diesen Buff geholt, aber ja, er sagt, ein bisschen Heal mache ich noch zusätzlich. Muss man am Ende gucken, wie viel Prozent das wirklich ausmacht. Okay. Ja, wie so ein Passiv. Oh, warte mal, jetzt müssen wir wieder zum Char rüber. Eigentlich könnte der Mage auch Hero ziehen, oder? Das müsste er ja schon mittlerweile haben. Ja, ich glaube 80 kam das. 80, okay. Das sind wir die Gruppen, wenn du keinen HT kriegst, ne? Ich hatte schon mal eine Gruppe gehabt mit zwei Mages, einem Enhancer, einem Heal-Shami und wir hatten in der ganzen Indie kein einziges HT gehabt auf 120. Immer dachte, okay, ja, vier Klassen, die HT schmeißen können und kein HT, das ist immer so ideal. Und du ideal. Musst die Trommeln dann ziehen, ne? Ja, gut, wenn ich den Trommeln dabei hätte, ja. Mittlerweile habe ich ja mit meinem Lederchar, mit meinem Ali-Druid, habe ich ja diese Singletrommeln, aber die gehen ja leider nicht in Instanzen. Was halt auch wieder saudumm ist eigentlich. Da bastest du dir so ein Berufs-Item, weil wann läufst du denn rum und sagst, bei den World Quests ziehst du sowas, naja. Fällt eh alles One-Hit um. Ja, also keine Ahnung. Das ist halt wieder so ein besonders gutes Design von solchen Items. Ich bin verwandelt. Alles gut, ich kann mich selber heilen. Schauen wir mal, ob wer von der Fontäne weggenatzt wird hier bei dem Boss. Das ist auch mal richtig schön. One-Hit ist sie, ne? Ja, das kommt wahrscheinlich an, was du für ein Gear hast, aber manche werden da tatsächlich gewone-shottet von, ja. Wenn du da nicht rausgehst. Zieht denn er jetzt bei dem Boss sein Erdele? Das sind so Sachen, ne? Hier, das ist die Zone. Ich kann mich mal reinstellen und schauen, wie viel Schaden es macht. Oh, der Blitz hat mir jetzt auch ordentlich was gedrückt, aber das Erdele kriegt da kaum was ab, das ist ja eh Damage. Oder Hexe hat mir schon Dings gegeben, Soster. In die nächste Säule stelle ich mich da mal rein. Okay, was macht denn der von Krakwa, der Buff? Und erstmal grüß dich, Martin. Ich hab kein Ziel. Weil die haben sie doch ein paar Mal geändert, meine ich. Ich habe mir das noch auf dem PTR mal so grob angeguckt. Und dann haben sie es aber nicht nochmal geändert, wie ich gehört habe. Und hab's mir dann aber nicht nochmal geschaut gehabt. Aber kannst mir gern schreiben, was der von Krakwa macht. Schauen wir mal, wenn die nächste Fontäne kommt, dann stelle ich mich da mal rein und dann gucken wir mal, was wir da abkriegen. Okay. So, da haben wir sie. Halte ich mal voll, mal gucken. Weiter. 6k habe ich gekriegt und glaube ich, jetzt kommt halt noch Falling Damage. Ja, schau mal, der Falling Damage war halt genauso hoch.
Also, wenn du zwischendrin nicht geheilt wirst, bist du tot. Tatsächlich. Aber also, das Ding ist ja auch ewig auf dem Boden, ne? Also, da musst du ja schon richtig drin campen in dem Ding, dass du es abkriegst. Und man sieht es ja auch einigermaßen gut. Ich brauche ein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Beim nächsten Boss können wir ein Damage Race machen. Das ist so ein Single-Target durch Nuke-Typ. Da wäre HT auch gut. Ich habe Cooldown auf Flügel noch 1,5 Minuten. Ah ja, das ist natürlich dann blöd. Ernsthaft? Bist du ein Vollidiot? Jetzt kommt HT. Was sind das für Leute? Komm, nee, komm. Komm, nee. Nee, also... Nee, dann zieh's bitte einfach gar nicht in der ganzen Instanz. Aber das HT... Der hat das bei 3% Boss-Life, zieht er seine scheiß HT. Ist der irgendwie total retarded, der Typ? Sagen wir zumindest noch 3 Sekunden HT hier. Also echt, komm. Aber komisch war schon, du hast HT erwähnt und dann kam es. Nee, ich habe HT erwähnt am Anfang von dem Ding und meint, beim nächsten Boss wäre es gut. Das sind so Leute, die wasten richtig ihr Zeug. Das war jetzt gerade so richtig reingewastet. Also eine Schale erleidet, besteht eine Chance, Rüstung und Gesundheit zu erhalten. Okay, und wie viel Rüstung und Gesundheit? Das wäre ja mal interessant zu wissen. Ist das viel oder eher so mäßig? So Leute, die Sachen reinwasten, ne, ist immer... Ich spiele ja so ein Handy-Game, ne? Clash of Clans heißt das. Und da kannst du halt auch mit einem anderen zusammenspielen. Meistens mache ich da halt schnell, um mein Daily Zeug fertig zu kriegen, so mit so Random Games. Und da spielen manche so ein Zeug zusammen, da muss ich mich echt aufregen. Ne, da spielt der Gegner so ein Feuermage, der halt der Schaden macht, ne? Und was machen denn die anderen? Sie ziehen einen Haufen kleine Mobs, die mit einem Schlag alle weg sind. Weißt du, wie ob sie reinfeeden, ja? Also das sinnlos das machen kannst, dann machst du lieber gar nichts. Das ist dann schon sinniger. Da kriege ich echt immer einen Hals, wenn ich mit sowas zusammenspielen muss. War aber schon recht viel. Okay, ja gut. Muss ich dann mal testen. Vielleicht bewege ich mich dann demnächst mal nach Zuldazar mit dem Char oder ich krieg den heute noch so hoch vom Level und dann kann man mal gucken, wie es da aussieht. Nee, wir polen jetzt hier nicht alle Viecher zusammen, weil das, ich hab, also das kannst du theoretisch machen, ne, aber das geht halt auch relativ oft schief. Ach, mit meinem Gear, ah, okay, das ist ja interessant, das ist ja dann eine coole Mechanik, wenn es mit dem Gear skaliert. Also sie werden hier am Ende ja groß und pulsieren so und hauen relativ viel Schaden raus. Jo, ich merk's. Und wenn du da alle vier zusammenpulst und deine Gruppe halt jetzt nicht den geilsten Damage hat, so wie die Truppe hier, dann hast du halt das Problem, dass die einfach die Gruppe zerfetzen. Ich muss erstmal was anvisieren. Das ist nie so gut, deswegen pulst du lieber auf zweimal. Mittlerweile durch diesen Random-Faktor mit einberechnen. Hast du die ganzen Schätze in MOP schon aufgemacht? Nee, ich flieg dir gerade hinterher. Ich glaube, ich habe zwei Schätze weniger als du. Ich bin gerade okay. Bei diesem Baum. Mhm. Ich habe nach Koordinaten, aber... Hab ich alle mitgenommen oder habe ich welche vergessen? Mir ist gerade so keine aufgefallen währenddessen. Okay, ja gut, dann werde ich schon irgendwie alle gehabt haben. Hoffe ich zumindest. Ich weiß, in diesem Tal, wo du auch diese Koch-Dailies damals hattest, da hatten wir ja auch mal eine gesucht, die mir angesagt wurde mit den Koordinaten im Untergrund, aber die hat mir ja damals schon nicht gefunden, also müsste alles gewesen sein. Tja, gut. Es gibt ja auch einige, die ich jetzt zum Beispiel ausgelassen habe, die keine so gut wie keine EP bringen, die irgendwie 2000 EP bringen, die fliege ich dann schon gar nicht mehr ab. Zum Beispiel bei dieser Affeninsel oben gab es ja auch nochmal so ein Ding, ne?
Aber das rentiert sich ja nicht dann. Ich brauche ein Ziel. Hier können wir beim Endboss nochmal einen Race machen. Also hier, ne, wenn man groß wird, macht man ja mehr Damage. Meisten hauen ihre Cooldowns hier vorher raus. Ich hab zwar noch ein paar Sachen auf CD. Machen. Oh ja, okay. Da wird er schon heiß. Ja. Weil du da als Melee teilweise echt benachteiligt bist, weil du den Mob, wenn er wegschwimmt, nicht mehr triffst, ne? Und machst du als Caster eigentlich, haust du da am meisten raus. Meine Hämmer dürften da auch nicht hingehen. Mal gucken. Schätze ich fast, dass du mich da überholen wirst. Ja, das ist keine Frage für mich. Was ist das keine Frage? Ich werde vorbeiziehen, das ist kein Problem. Selbst hier ist er schon mal. Einfach die große Bestie ignorieren und nur die einen Mobs machen. Geht schon down. Ja gut, das Erdele hat sich's eh geschnappt. Ah, wo ist er denn? Ja, mein Hammer fliegt da nicht hin. Das ist echt ätzend. Ah, muss der Heiler alle abziehen. Ich dachte schon fast. Dein ganzes Zeug ist auf Range, ne? Was du draufschmeißen kannst. Weiß ich jetzt am Ende nicht, ne. Der war doch die ganze Zeit im Nahkampf. Ja, aber die Hämmer, die fliegen da unten rein und die treffen ihn nämlich nicht gescheit. So. Das ist beim Drill Tank auch schon der gleiche Kack gewesen. Gut, Hosen, die brauche ich nicht. Achso, wir können eine Quest noch abgeben, ne? Die ist da vorne dran und den Extra-Boss würde ich tatsächlich nicht machen, das lohnt sich halt nicht. Seit der keine extra EP mehr bringt, lohnt sich das überhaupt nicht zu machen. Aber dann lass aus der Gruppe rausgehen, keine Ahnung, mit dem Schaman möchte ich nicht nochmal in der Inni gehen. Der ist nämlich komisch, der Typ. Ich hoffe ja, dass wir noch Dings reinkommen. Hier Schwarzfels. Die ist nämlich ziemlich gut, die Instanz von den EP, die du bekommst. Weil du da ja die ganzen Quests hast, ne? Und dann geht es richtig gut ab. Okay, dann muss es auf der anderen Seite sein. Okay, wird dir immer dein Leben quasi komplett abgezogen. Kann man das desorientieren mit... Oh fuck, ich hab den Elite da mit dem Desorientieren gepullt. Der haut nämlich richtig raus. Den wollte ich eigentlich nicht enden. Oh fuck it. Mal schauen. Was haben wir denn theoretisch noch in Dungeons im Cutter? Schwarzfels waren wir noch nicht. Kern können wir kommen. Vortex. Naja, Vortex ist ein bisschen nervig. Grimbatoll ist gut. Und Hallen des Ursprungs ist nicht so nice. Und Stadtflatoll, wir waren wir schon. Ich hoffe, dass wir nicht Hallen. Obwohl, Hallen des Ursprungs kannst du, glaube ich, auch mittlerweile relativ viel skippen. Die ganzen Bosse brauchst du auch nicht mehr machen. Das geht eigentlich auch klar.
So, drückt mal die Daumen, dass wir Dings reinkommen, dass wir Schwarzwärts kommen. Perfekt! Wunderbar! Vielleicht hätte ich nicht die Flügel ziehen sollen. Wo hast du den Flügel gezogen beim Questen oder was? Gerade in der Höhle. Ich bin an dir vorbeigegangen. Ach so. In der Höhle musst du eigentlich gar nichts ziehen. Ja, ich hab die einmal geheilt, dann kam sie zu mir. Ach so. Ich hab dich gar nicht registriert, dass du da auch rumgelaufen bist. Ich brauch ein Ziel. Meine Gilde hat's nicht ganz verstanden. Ja, du. Im Endeffekt musst du ja selber gucken, auf was du Bock hast, ne? Ich habe ja auch mehrere Druids, aber ich habe von allen Klassen halt mehrere. Warum können wir den... Schaffen wir das, den rauszupullen, außer dass wir den Rest adden? Oh, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Die hauen doch ganz gut rein. Oh, hast du mir Hand auflegen gegeben. Okay, gut, vielleicht sollten wir den Trash jetzt einigermaßen zügig killen. Jo. Was habe ich denn da... Oh, der Dot haut alleine schon mal ganz gut Damage raus. Mal gucken, wie viele im Wirbel drin bleiben. Das wird jetzt gleich richtig. Ach, schau mal, perfekt, das ist halt genau neben uns. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich kann das auch mit der Bubble. Gott, das Schild. Natürlich bleib ich halt dran stehen, interessiert mich halt nicht. Komm halt direkt nochmal die Ketten, zieht auf den Boss durch, keine Ahnung, der hat 19%, das kriegen wir. 7, 5, 3, ja, siehste, easy. Easy. Schau, so musste ich vom Boss überhaupt nicht weg. Na komm, mach hin. Die Typen am besten nicht selber vorher pullen, dann greift er sie nämlich nicht mehr an und dann musst du sie manuell runterklopfen, das dauert halt viel länger, ne? Deswegen lässt du den halt lieber vorlaufen, wartest du halt lieber. Weil du kriegst auch keine EP für die Viecher, selbst wenn du sie so tötest. Shit. Letzte Woche hat es keine Lust mehr am Sonntag? Oder war es zu müde? Was? Stimmt, wir wollten den letzten Sonntag auch noch was machen, aber dann. Was war denn da? Ich glaube, irgendwas hat zu lange gedauert. Ich wollte ja eigentlich früher anfangen, ne? Stimmt, ja, weil wir ja bis 5 Uhr in der Nacht irgendwie da. Da war ich jetzt einfach zu fertig, dass ich früher anfangen konnte. Da musste ich mir noch was zu. 3.30 Uhr oder sowas war. Ja, aber ich war dann noch bis 5 auf, ne? Weil wenn ich dann über diesen Punkt drüber bin, dann, naja. Hier, Hexer, dein Pet wegpacken. Ich glaube, die kleinen Dinger, die adden hier immer. Wir dürfen jetzt bloß hinten nicht auch noch adden. Wir müssen auch da uns reinstellen. Ach komm, ich hasse dich. Er hat alles geaddet. Bin jetzt auch voll weggestunt. Ist nicht halber. Ganze Gruppe droppt gerade. Ja, weil der Gammler geaddet hat. Ach, ich hasse das. Du musst es halt immer mit Vollidioten hier spielen, sonst klappt es halt nicht. Du musst halt wirklich einen Mob nach dem anderen wegmachen, weil die Leute halt echt zu dumm dafür sind. Das ist so schade. Sie haben ja alles geaddet. Sie haben ja von hinten geaddet und von oben auch noch. Ja, ich glaube, dieses kleine Hexapad, ne, auch wenn es jetzt nur ein kleiner Wichtel ist, ich glaube, das addet, wenn es einmal außen rum geht. Wenn der Wichtel ist eigentlich phasenverschoben. Der dürfte nicht adden, außer er ist halt im Combat, ne? Aber was hat denn sonst alles geaddet? Wenn du an der Treppe stehst, addest du vielleicht nur einen großen, aber nicht alles. Ich weiß nicht, ich habe jetzt das Add-on gerade anscheinend nicht aktiv, dass mir das anzeigt, wer was geaddet hat, aber
darfst halt hier hinten nicht stehen, weil da die Pat halt lang läuft, ne? Das darfst du halt nicht machen. Und du darfst halt nicht an der Nähe von der Treppe stehen. Wenn du ganz vorne am Strahl stehst, geht's, dann addest du ihn nicht, da wo ich stand. Aber wenn du halt irgendwo hier stehst, dann addest du halt. Das ist halt immer die Abwägung. Spielst du es für Vollidioten, dann machst du halt allen Trash, der vielleicht unnötig ist. Oder versuchst du es halt sinnig zu spielen, dann kannst du halt Pech haben, dass jemand halt ein Depp ist und reinrennt, ne? Das ist halt immer die Sache. Wir machen jetzt den Vollidioten-Move, keine Ahnung. Leute scheinen hier nicht ganz so clever zu sein. Ja gut, die werden halt auf dem PTR nochmal einiges testen, ne? Also ob das dann alles wirklich so bleibt, muss man mal abwarten. Aber, also vom Drill Tank sieht es ja ganz gut aus. Was da geändert wird, kriegst du noch ein bisschen mehr Damage und so. Das ist ja jetzt nicht unbedingt verkehrt, ne? Mal von Ursaq hätte ich zwar ganz gern wieder, dass du gegen Magic Damage ein bisschen stabiler bist, aber naja. Das wird wahrscheinlich nicht wieder kommen, weil dann wird er wieder zu stark. Die müssen ja immer gucken, dass es einigermaßen gebalanced ist, das Ganze. Mal schauen. Ich denke mal, nach der Indie auf, wenn es gut läuft, komme ich nur auf zumindest 88. Stell dich da rein. Oh. Macht eigentlich der Mage? Ich hab gedacht, dass ich wenigstens irgendeiner reinstelle, weil ich halt schon auf 70 hochgestackt hab mich. Ah. Der Mage ist auch AFK. Wie, macht der gar nichts? Steht hinterm Stein. Ja. Watch me. Ja, du kannst alleine diesen Stack da hin und her resetten. Einmal bis 80 hoch, bis du leuchtest, dann wieder raus, dann leuchtet er einmal bei 80, dann kannst du da rein. Geht. Geil. Okay, ja gut. Echt okay, ja stimmt, da sind ja dann auch nochmal einige Effekte über die Hals. Ich habe mir schon mal ein bisschen was angeguckt, ne? Einen habe ich mir auf dem PTR reingehauen, der so ein Feuerding raushaut und das haut richtig Damage raus. Damit habe ich teilweise 150k Crits gemacht, ne, als Tank. Also das haut richtig gut Damage raus. Die meisten Sachen können eh alle benutzen. Aber da muss man mal gucken, was da noch so sinnig ist. Wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu balancen sein, vor allem im PvP. Die Klinge musst du unbedingt interrupten, die auch. Warte mal. Also wir haben irgendjemanden dabei, der ein Spacken hoch 10 ist, der hier alles edit. Aber warte mal, er hat jetzt auch die Dings dabei, ne? Das andere Pad, wahrscheinlich hat er. Ach nee, das ist ein anderer Hexenmeister jetzt. Ich glaube nicht, dass es unser Hexenmeister war, sondern der neue. Ich glaube auch, ja. Dass er sein Pad nicht weggepackt hat. Aber komm, das muss dir doch klar sein, wenn du irgendwo runterspringst, als jemand, der eine Pad-Klasse hat, dass das vielleicht bedeutet, dass ich mein Pad wegpacken muss. Wie der dich runterkrittet. Das ist prozentual Prozent der aller Schaden. Ich bin hier mit dem 120er auch schon gestorben in der Inni. Hab halt 4-5 von den Typen gepult, ne? Hab die halt alle mitgezogen und dann haben zwei es gleichzeitig geschafft, den Caster durchzuhauen. Das hat dort 80% live weg. Und dann bist du halt auch als Max-Level-Char tot, ne? Das ist halt, obwohl die ganzen Mobs grau sind bei einem. Das
deswegen, die sind relativ fies. Und dann habe ich aber ganz schön blöd geguckt, ne, als mein voll equippter Main 120er Char hier im Dreck lag, in der Low Innie. Da dachte ich mir, okay, was zum Hölle ist hier passiert, dass ich jetzt gestorben bin? Muss ich mir jetzt sogar Hilfe holen? Ja, im Endeffekt, es kam halt bloß ausgewichen, verfehlt. Und dann kam es einfach, zack, war ich im Dreck gelegen. Ne? Ich war halt instant tot. Das gibt's doch nicht, was ist denn jetzt passiert? Ich hab halt den ganzen Bums von Mobs mitgezogen, ne? Und dann haben es halt zwei zufällig geschafft, ihren Cast durchzuhauen. Es ist halt wie ein Anker Heat, ne? Da gibt's ja auch so Viecher, die prozentualen Damage machen, wenn es nicht interrupted ist. Ne? Mhm, genau. Dann ist halt auch Feierabend. Wir machen jetzt mal beide gleichzeitig, das müsste eigentlich gehen. Hoffe ich zumindest mal. Hoffe ich auch, ich habe sofort alles gezündet. Das Feuerelementar allein haut schon ganz gut rein. Ach komm, ich hasse dich. Ach doch, okay, es ist getriggert, perfekt. Ich dachte mir jetzt, ich habe ihn ganz am Rand da rangezogen. Ja, das Feuerelementar hat so einen Debuff, senkt die ganze Zeit hoch, maximale Leben und Bewegungsgeschwindigkeit immer weiter runter. Ach shit, jetzt. Lärm mich mal nochmal. Gesundheitsstein oder so? Nö, ich hab eine Eigenheilung gezündet, passt. War noch leer. musst du das mal ein bisschen was heilen hier? Aber Damage hast du jetzt aber nicht. Damage hast du jetzt aber nicht sonderlich viel gemacht. Also, das geht besser. Boah, ja. Ich habe sofort angefangen mit dem Fight mit Flügel und allem meinen Cooldowns, damit ich Gehalt bekomme. Ich bin immer noch da, ne? Hauen echt. Was du denn hier? Sag jetzt nicht, trinken, dass du etwa Mana regen musst. Hab ich doch gesagt. War leer. Ja, sowas gibt's nicht. was hat denn da jemand? Ich will mal deine sonstigen Heiler mal kennenlernen. Baufahren. Die sonstigen Heiler, die laufen vor Verzweiflung weg. Ja, die liefen nach einer Ini. Ganz schön Verschleiß an Heilern, weißt du? Oh, ist der denn verreckt? Weiß der von irgendwas? Ja, der ist an dem Dot noch verreckt. Hier hat gerade einer an der Gammelgilde, wo ich bin, hier Zügel des Zwillichts dran. Warte mal, ist das der Inseldrache? Schon, oder? Nicht schlecht. So, sollen wir die zusammenpullen? Fuck! Nee. Ich hab mich verdrückt, ich hab die Bubble gedrückt. Ups. Die Leute kriegen das mit dem Meteor doch nicht hin. Stimmt, ja, und vor allem habe ich jetzt, keine Agro. Ja. Oh, der eine ist nicht gestorben. Okay, perfekt. Auch können wir schaffen. Alle hier kuscheln würden. Oder zumindest hinten kuscheln. Boah, zwei Meteore weg. Ich hab aber jetzt noch ein GS geschmissen, aber jetzt hab ich nichts mehr. Und meine CDs habe ich auch laufen. Es geht halt alles low, aber nichts tot, ne? Hast du diesen, regenerieren von dem Volksboni? Kann jetzt nur desorientieren. Ja, jetzt werde ich aber sterben. Einmal okay. GS haben wir. Schau mal, es sind halt alle Mobs auf 5% unten, aber keiner wurde halt gekillt. Go, go, go. Ich bin jetzt auch tot. Alter. Es wird wenigstens ein Kack-Elementar noch hier. Das war jetzt einfach nur dumm. Hä, warte mal, warum hatten der jetzt die Quest noch? Ich hab die doch angenommen. Ach so, du kannst jetzt hier gleich schon die nächsten annehmen. Ah, okay. I see. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich hab schon ein bisschen Panik gekriegt, dass ich wieder verkackt habe mit den Quests hier. Passt. Mobs sind tot, oder? Ach, hier bist du jedes Mal dann wieder in den Dings. Bianco, hey, grüß dich. In der Melee Range. So, wollen wir für die 20k den einen Boss mit umhauen? Ich würde sagen ja, oder? Weil da musst du ja nicht viel Trash machen. Ja. Können wir ja fix mitnehmen. Werfe ich vielleicht am besten nicht das Schild rein, wenn du nämlich alle hast, dann ist das ein bisschen eklig.
müssen wir wieder zum Schar vorbeischauen. Natürlich. Haben sie ihn gerade umgeboxt, bitte. Naja, also es gibt deutlich schlimmere Innis. Ich mag die Inni halt, weil es relativ viele P gibt, weil man halt quasi für jeden Boss eine extra Quest hat, ne? Und deswegen ist das eigentlich ein relativ schöner Laden. Also zumindest EP-technisch. Wachse nicht. Hier kommt unverhältnismäßig viel Damage rein. Ja, ja, gut, das stimmt. Ja, du kriegst richtig auf den Latz. Vor allem, es gibt hier mehrere Mechanics, die musst du halt kennen. Und wenn du die falsch spielst, dann kriegst du halt übelst Damage. Oder wenn die Gruppe sie halt auch falsch spielt, ne? Oh shit, Full 4. Nein, nicht noch in den anderen Hund rein. Wenn der wenigstens die kleinen Hunde als Pet droppen würde, das wäre doch mal was. Weil mit Pets kann man sich nicht beschweren, ne? Wenn man jetzt schaut, was in 8.2 alles an Pets reinkommt. Ah, ist richtig viel Stuff dabei. Da geht er down. Was nehmen wir denn? Nehmen wir den Kopf. Oculus ist eigentlich eine ziemlich einfache Indie tatsächlich. Also ich, weil mit diesem Mal pullen wir so einzeln. Oculus ist relativ einfach. Das Einzige, was in Anführungszeichen jetzt... Ah, komm, ja, okay, es ging gut. Das Einzige, was an Oculus halt mal ein bisschen anders ist, dass du halt diesen Drachen fliegen musst, ne? Und eigentlich kannst du das Dungeon relativ schnell abschließen, wenn die Leute halt nicht behindert mit diesen Drachen in alles reinfliegen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und das ist halt der Fall. Sobald sie mal im dreidimensionalen Raum ein bisschen rumfliegen müssen, wird es halt schwierig bei einigen Leuten. Naja. Aber so, ich habe Oculus immer gern gespielt. Und ich habe mich ja damals auch immer gequeued, random, um Oculus reinzukommen. Weil wenn du da random reingekommen bist, dann gab es ja nochmal ein extra Mount, was du bekommen hast. Ne? Da haben sie es ja mal irgendwann eingefügt. Das, ja, kannst ja aber mal mittlerweile droppt bei Maligos. Ich glaube, eins droppt der Maligos 25 und einer ist im 10er quasi. Und jetzt hast du diese blöde Voidfläche hier. Ja gut, komm, bleib einfach drin stehen. Hand auflegen, gib ihm. Bis du die da jetzt rausgezogen hast. Ja, du mir... Was ist es eigentlich? Du hast halt quasi diese drei Außenplattformen. Und dann diesen mittleren Kreis, ne? Du kannst eigentlich immer die direkten Wege hinfliegen. Das ist dann halt eigentlich überhaupt kein Stress. Also eigentlich musst du auch kaum welche von diesen Drachen killen. Da habe ich halt den blöden Typen da an der Hacke. Aber ist jetzt auch egal, dir stackt ja halt ein Debuff du immer weniger. Ja, das da durchzukiten war jetzt nicht so clever. Jetzt habe ich nämlich als Tank den Debuff drauf, dass ich halt immer weniger Heilung krieg. Ich will mal schneller selber heilen, bis das wieder hier auf 100% hoch ist. Normalerweise müsstest du die Boss anderen... Der Boss ist irgendwie nicht so schlimm wie die Gruppe davor. Ja, das... ne? Kommt immer drauf an. Soße ist es. Fläche hier. Schaden. Ne, wir haben irgendwas dazu geaddet. Weil während dem Bosskampf kommt das eigentlich nicht, aber wir haben irgendeiner dazu geaddet, deswegen ist jetzt genau mein Trank ausgelaufen vor dem Ding, ne? Ist echt bitter. Gut, okay. Dann sind wir mit der Stunde auch schon wieder durch an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euer Tela, bis dann. Ciao.